Was ist deiner Meinung nach beim Umgang mit sozialen Medien verboten? Ich finde, dass Cybermobbing gar nicht geht, weil man irgendwie Menschen nicht beschimpfen soll, also übers Internet beschimpfen sollte, weil das bleibt ja immer im Internet, auch wenn man es löscht. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass man das persönlich regelt und nicht einfach so übers Internet. Ich glaube, dass es verboten ist, falsche Meldungen zu verbreiten, weil übers Internet geht das ziemlich schnell und dann hat gleich einmal jeder irgendeine Meldung, die nicht stimmt. Und ich glaube natürlich auch Cybermobbing ist sicher auch verboten. Oder Dinge zu verbreiten, die man nicht selber, also Fotos, die man nicht selber gemacht hat, darf man auch nicht verbreiten mittlerweile. Also zuerst mal Informationen, Weiterverbreitung, die also stattfindet, ohne dass derjenige also Erlaubnis gibt. Ja, wenn ich also definitiv einmal den Missbrauch von diversen Medien, also wenn ich etwas herzeige, was ich nicht herzeigen darf oder so, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Auch Cybermobbing und die ganzen Fake-Profile, die auf Facebook sind, die sind verboten. Weil es gibt so viele Fake-Profile und viele junge Jungs fallen darauf halt rein und ja, das ist verboten, finde ich. Hast du schon mal die Nutzungsbedingungen gelesen? Ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Ich weiß, dass die sozialen Medien viele Daten speichern und da steht auch, soweit ich weiß, drinnen, dass sie auf den Browserverlauf, soweit ich weiß, zugreifen dürfen, teilweise auf viel mehr noch. Aber ich habe eigentlich die Nutzungsbedingungen trotzdem noch nie gelesen. Also ich habe sie schon einmal gelesen, halt nicht die ganzen, also nicht alle Nutzungsbedingungen, aber ich habe es halt überflogen, aber es ist sehr kompliziert, man versteht da nicht wirklich alles und aber ich weiß so circa, was man, also was mit den ganzen Daten passiert und dass man die halt alle verkauft und das weiß ich schon. Wir wurden in der Schule auch oft darüber aufgeklärt. Nein, das ist immer zu lang. Nein. Warum nicht? Weil das sehr zeitintensiv ist. Und meistens Sachen drinnen stehen, die man nicht wissen muss. Ja, von WhatsApp, von Facebook nicht so, aber also ich habe mal ein Referat darüber gehalten und deswegen weiß ich das auch. Ja, sehr interessant und sehr erschütternd. Wie lange hat das gebraucht, bis du damit fertig warst? Ja, ein paar Minuten. Na, Spaß. Ja, wie lange so eine Nutzungsbedingungen halt braucht, die sind sehr lang. Wenn du wirklich alles liest, dann, ja, liest halt ein paar Minuten. Weißt du, was in der von WhatsApp oder Facebook drin steht? Nein. Bei WhatsApp ist es, soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, eine Altersbegrenzung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei Facebook gibt es eine, das weiß ich. Das ist, glaube ich, 14 oder 13. Und unter den Nutzungsbedingungen ist eben, dass sie auf Daten zugreifen dürfen und die auch speichern dürfen. Und und du? Ja, also WhatsApp ist ab 13, das weiß ich. Und ja, vor allem Facebook verkauft unsere ganzen Daten. Das weiß ich schon. Deswegen passe ich auch auf, was ich poste und gehe sehr vorsichtig damit um. Ja, also eben zum Beispiel das mit den Fotos, beziehungsweise im Allgemeinen, dass WhatsApp dein Handy durchschaut. Oder Facebook, die Cookies da. Also Cookies unter Anführungszeichen, die Sachen, die Facebook auf deinen, wenn du jetzt zum Beispiel bei Facebook am Computer dich einloggst, dann sucht Facebook deinen gesamten Datenspeicher durch und lädt Exe-Dateien rauf, die sich dann zu Viren entwickeln und ähnlichem. Sollte man es sich durchlesen oder ist es eher sinnlos? Also es sind so viele Menschen da drauf und ich glaube, da liest vielleicht 0,01% von denen, was da drinnen steht, also nein. Und die leben auch alle noch, also nein. Ja, nicht, weil ich finde einfach, die sind zu lang und die liest sich kein Mensch durch. Ich finde, eigentlich sollte man sie schon durchlesen, aber nachdem sie jetzt gesagt hat, dass es ziemlich kompliziert ist, finde ich, vielleicht sollten die Betreiber der sozialen Medien drüber nachdenken, ob sie sie vielleicht besser formulieren und leichter formulieren, weil gerade wenn da jemand ist, der 13 ist und da sind viele komplizierte Wörter drin, die er oder sie nicht versteht, dann will die Person das natürlich auch nicht mehr lesen. Ja, also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sie durchliest, aber halt auch nur so überfliegt, weil das ist einfach viel zu lang, das schafft keiner, dass man das alles da durchliest. Ja, ja, sollte man definitiv, weil Nutzungsbedingungen sind immer wichtig.
Weil wenn irgendwann einmal, man muss einfach wissen, was auf einen zukommt, wenn dies und das eintritt, und es ist halt wichtig, dass man das weiß. Okay, Dankeschön. Dankeschön.